Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Minecraft. Eiszeit. Ja, und zwar die vierte Staffel. Oh Gott. Kannst du dir halt vorstellen. Das vierte Jahr in Folge. Ja. Treffen wir uns hier auf dem Sofa. Mhm. Zu Weihnachten. Ja. Ja. Du sollst die Begrüßung machen, du musst erzählen. Ja. Auf jeden Fall willkommen bei Minecraft Eiszeit der vierten Staffel. Hier sind wir wieder. Das haben wir letztes Jahr gebaut, was ihr im Hintergrund seht. Wir hauen auch nochmal alle Staffel-Links, glaube ich, in die Beschreibung, oder? Ja, also, bestimmt. Denke ich, ja. Wenn du dran denkst. Also, du bist ja immer derjenige, also nein. Der nicht dran denkt. Ja, tut mir leid. Ja, schaut auf jeden Fall mal nach, falls ihr gucken wollt. Ja, wir haben uns wieder was ausgedacht, was wir dieses Jahr machen werden. Es gibt wieder 12 Folgen, wie immer, ne? Version 1, 12, 2. Und Shader ist gleich, Texture Pack ist bei dir auch gleich, ne? Genau. Minecraft hast du, ne? Ich habe ein anderes. Und wir haben uns hier was ausgedacht und wir werden euch das gleich mal vorstellen, was wir uns ausgedacht haben. Genau. Wir kamen sogar auf eine kleine Idee für nächstes Jahr, aber... Die verraten wir natürlich schon nicht. Schon nichts. Das bleibt unser Geheimnis. Ja, okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ja. Das Erste, was wir machen werden, ist... Wir werden unser Inventar mal kurz bestücken und werden Richtung unserem neuen Bauareal gehen. Ja, das ist der Plan. Wir holen mal ein paar Sachen mit, damit wir schon mal hinten was haben. Weil wir brauchen ja auch Zeug zum Bauen. Gerümpel. Ich muss erstmal. Ich hol mal hier das Werkzeug schon mal mit. Primitives. Ich tu mal kurz was in die Primitivkiste rein. Ich habe zu viel sinnloses Zeug dabei. Ja klar, nimm alle Mineralien mit. Ich nehme erstmal ein bisschen Erde und erstmal so ein bisschen wichtiges Zeug. Ja, Erde braucht man. Ja, ich tue den Rest hinten in die Kiste gleich in den temporäre. Ach, hier sind voll. 5 Kisten drin. Kannst du die mitholen? Ja, die nehme ich jetzt gerade. Aber bau mal die hinten auf. Ist hier noch was? Muss das irgendwas Wichtiges? Nee. Mein Inventar ist noch nicht voll. Ist ja egal, wir gehen eh noch bestimmt öfters hier rüber. Ja, aber ich werde jetzt nicht mit dem halbleeren Inventar hier hin und her laufen. Naja, sinnlos. Nee, mach es einfach voll. So, Schwert in der Hand genommen, habe ich so gemacht. Du bist in Game Mode 0? Ja, ausnahmsweise mal. Okay, das ist schön. Dort gehst du lang. Habe ich, gut. So, wir gehen jetzt mal ohne Weg weiter. Also hier würde es erstmal keinen Weg geben. Also von hier an bis zu unserem neuen Bauort, wo wir jetzt hingehen. Weil relativ weit ist, wie wir finden. Wenn wir noch Zeit dafür haben, dann kann man da mal gucken. Aber oh, ich werde angegriffen. Ich werde mein Schwert. Oder? Schwarz zum Glück direkt hinter dir. Deswegen wollte ich nicht nachts hier lang gehen. Ich weiche gerade ab. Oh, es wird Tag. Das ist ein Creeper. Creeper? Wir sind auch schon da. Man. Das ist unser neuer Bauort. Sozusagen. Und zwar wollen wir einmal da vorne bauen und da oben bauen. Der Weg soll von Minecraft 2018 hier hingehen. Au! Ja. Pass auf, das ist Skelett. Ja, da hinten, was die Leute sehen, ist Minecraft 2018. Von mir um mir gekommen ist 2019. Und hier bauen wir halt jetzt 2020 und es wird halt hier drüben Teil stattfinden mit einer Brücke hier über den See. Und ja, hier soll eine Brücke drüber, genau. So eine Burgenbrücke. Genau, und hier drüben unter dieser Klippe soll dann halt, ja, der Rest stattfinden, sagen wir es mal so. Das war dumm. Stellen wir eine Fackel Jetzt können wir mal erzählen, was wir überhaupt bauen wollen. Sollst du es erzählen, oder? Ja, wir können beide erzählen. Keine Ahnung, also auf jeden Plan Fall wollen ist wir... prinzipiell wollen wir halt, wie nennt man so ein Holzverarbeitungsbetrieb im Sinne von für Weihnachtsbäume und so weiter und für natürlich normale Holzverarbeitung hier hin machen. Und zwar da unten. Und hier oben soll halt eben so eine Arbeiterhütte, ne, so mit Werkzeugen und so. Genau. Und halt unten mit kommt dann als Sägewerk hin. Also
für normales Brennholz natürlich, aber auch so ein Shop, wo man dann auch theoretisch dann nach einem Weihnachtsbaum fragen könnte zum Kaufen. Die genau. dann da hinten angeboten werden, da hinten, ganz hinten. Da. Ich habe hier mal ein paar Kisten hergestellt. Ah. Da kannst du erstmal dein Zeug reinkochen. Ja. Und der Plan für diese Folge ist jetzt, wir sind eigentlich, wir liegen gut in der Zeit. Auch und das Schwert holen wir dieses Jahr am Ende hier rüber. Genau. Also sonst haben wir, glaube ich, immer am Anfang gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Wobei, ne, immer am Ende, oder? Normal. Ich glaube am Ende. Ja. Soll ich dir mal sagen, dass ich jetzt auch Frame Drops habe? Aber gut. Ja, Drops habe ich nicht. Ich hab ja, nur... ich habe mal 60, 68 FPS mal 48, also... Ja, so. Das merkst du aber nicht. Ich habe schon meine erste Schaufel okay, kaputt gemacht. Was ist das erst, was du machst hier? Ich werde das hier ein bisschen grob terraformen und werde anfangen, hier so eine kleine Bude herzubauen. Dann halt für diesen Aufenthaltsraum, ja. sage ich jetzt mal, für die Arbeiter und dieser kleinen Werkstatt. Das ist halt jetzt ich der werde, Plan. Ich werde hier unten mal ein Block höher gehen, damit man halt erstens das Eis überdeckt und zweitens ein bisschen schöner aussieht, damit man auch so eine Abstufung irgendwie hat. Ich meine, Erde haben wir ja genug. Das sollte nicht das Problem sein. So, ich überlege, also ob ich fast nur ein Block ganz runtergehe. Müssen gucken, wie groß das Sägewerk nachher geht. Sägewerk. Okay, ich kann heute nicht reden. Es ist ja nicht so, als tun wir schon seit bestimmt 2 Stunden. Nee, reicht gar nicht, oder? Doch, seit 2 ja, Stunden. Ungefähr. Eben war ja noch der Server irgendwie, keine Ahnung, was der hatte, ey. Nicht mehr gestartet. Und es ist irgendwie total ruhig, kann das sein? Ja, im Spiel. Aber später bei euch nicht. Seid froh. Ihr müsst nicht so leiden wie mir. So leiden, ja. Das ist doch fast so. Das ist noch meine Axt. Hier kaputt. Soll auch später ein Durch... Ach so, es gibt auch, haben wir gar nicht gesagt, dieses Jahr wieder die dritte Sicht und die zweite Sicht jeweils. Natürlich, ja. Es ist eigentlich langsam eine Tradition mit den Sichten und allem drum und dran. Eigentlich wissen, denke ich mal, mittlerweile die Leute, wie das hier bei uns ja, so abläuft. Ja, ich glaube, ich muss das nicht mehr erwähnen. Nee, oder? Das... Seit 2018 gibt es die dritte, ne? Nee, ist 19? 18 hatten die nee. Schon. Boah. Echt? Ich glaube schon. Ja. Mein Gott. Sowieso krass. 4 Jahre Eiszeit, ey. Wir können denken, wir haben nichts zu tun. Das hätten wir kein Privatleben. Okay, das ist ein bisschen Quatsch, weil das Projekt nur sau kurz ist. Ja, sau kurz, aber höllischster Aufwand. Also, aus meiner Sicht, höllischster Aufwand. Aber es ist wenigstens das Positive ist. Positiv ist, dieses Jahr sind wir mal relativ früh dran mit Produzieren. Ja, ja. Sonst die jetzt Jahre... Wie letztes Jahr. Boah, furchtbar. Ja, wann war denn das so schlimm? 2018 war das doch so schlimm, oder? Ja, aber letztes Jahr war auch so spät. Bei dir kam die Weihnachtsfolge am 3. raus und bei mir, glaube ich, am 28. oder 27. Also, 3.1. musst du sagen. Ja. Ich meine, die Folge hier, die kommt ja am 2. Dezember. Ja, nicht am 1. Die letzten Jahre haben wir eigentlich immer nachgeguckt, was das für Tage sind, ob da schon Advent ist. Warte mal, ich gucke jetzt mal ganz fix nach, ob das irgendein besonderer Tag ist. Zweite. Auf jeden Fall. Nee, ist kein besonderer Tag. Heute ist Mittwoch, Durchgang. Kai, heute ist Mittwoch. Heute ist nicht Sonntag, heute ist Mittwoch. Ah, oh, nee, mitten in der Woche. Und der erste Advent liegt schon hinter uns. Und meine Klassenarbeiten auch. Oh, nee. Schön hier schon an Sachen zu denken, die man dann schon wahrscheinlich hinter sich hat. Oh, ich habe aber noch Prüfungen ja. vor mir. Oh. Ach, die Prüfung besteht schon irgendwie. Wie hat unser so. Dozent gesagt, wo wir Vertretungsstunde Dozent. Hatten? Ja. Wie hat er gesagt, hier müssen, da gibt es auch so Kreuzeltests. Ne? Was hat er gesagt, wenn wir mal nicht Bescheid wissen? Entweder ihr nehmt die längste Antwort oder C. Toll. Nee, da hast du studiert. Auf jeden Fall, hier soll ein Durchgang durch, im Sinne von, hier ist ein Ausgang aus dem Sägewerk und dann kann man hier auf die Plantage gehen. Bei der Plantage hinten, soll ich das Eis dann überdecken mit auch mit Erde oder? Vielleicht nur teilweise überdecken, nicht alles. Ich brauch Saplings.
Naja, kann man auch gucken. Ich glaube, ich mache eh erstmal hier den Boden. Den Boden. So, und hier tue ich es bisschen die Erdblöcke wieder ersetzen, ne? Ah, ne, ich mach das. Ah, ne, okay, ich mach noch eine etwas höhere Geschichte hier hin. Haben wir denn Holz schon drüben oder muss ich abholzen? Ich habe 2 Stacks Holz im Inventar. Weil ich gerade ein bisschen abgeholzt habe. Ja, aber nicht in der Kiste. Wir brauchen. Ich glaube, in den Kisten ist nichts mehr drin. Obwohl, ich guck mal. Ja, hier sind noch 29. Ich schau mal noch den anderen Stack rein, den ich zu viel habe. Was heißt hier zu viel? Wisst ihr, was ich meine? Ich brauche nicht so viel Holz, normalerweise. So. Genau. Ich mache jetzt erstmal den Boden davon. Auch aus Holz oder Stein für ein Sägewerk. Warte, Stein haben wir auch in der Kiste, ne? Stein haben wir viel. Wir haben sehr viel Stein. Das hat mich eigentlich fasziniert heute. Ach, ich kann nicht mehr rennen, weil ich Hunger habe. Essen sollten. Stimmt, man müsste nochmal die Farmen ab. Oh ja, ich habe nämlich auch nur noch. Ich habe jetzt noch ein Brot, habe ich im Inventar. Mehr habe ich nicht. Ach, hier sind noch 11 in der Kiste. Ich nehme ein paar. Ich kann ja dann nachher mal zurückrennen. Stein. Oder du, je nachdem, wer Zeit hat. Dann holen wir nochmal eine Fuhre. So. Ich weiß nicht, ob ich beim Ich glaube, den Sägewerkboden hoch mache ich aus Stein. Passt irgendwie ein bisschen besser, weil ja viel Holz da ist. Ich habe gerade wieder so ein paar Ideen. Mal gucken, wie ich die umsetzen kann. Wird nur ein bisschen hoch hier, weil ich das schon hier drauf gerne bauen will. Naja, passt schon, kriege ich schon irgendwie hin. Das wird jetzt erstmal der Boden. So ganz primitiv. Oh, es geht jetzt schon wieder los mit primitiv. Primitiv. Das stand doch an deinen Kiste dran, ne? Primitives. Ja. Da erinnert mich auch lauter an Starbound. Worum? Daher kommt das. Da stand auch lauter primitives. primitive Kacke oder. Keine Ahnung. Was? Ja, wie bitte was? Primitiver Mist. Was? Was? Fängt ja schon mal gut an, hä? Ich muss mal den ganzen Schnee wegtauen, das ist ja... Ach ja, und vergiss nicht, Licht aufzustellen, weil dann irgendwann mal Viehzeug kommt, ne? Ach, warte. Ich muss erstmal den Boden bauen. Vorher geht hier gar nichts. Klick, klick, klick. Was sagt ein OBS? Gut, meine Werte halten sich in Grenzen. Das ist natürlich sehr gut. Also die Rohaufnahme ist jetzt bei 15 Minuten. Ja, bei mir bei 16, aber ich meine nur wegen der ausgelassenen Frames durch Render. Ja, aber wie kann das sein? Oh, das hab ich zu weit gebaut. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss ja gucken, dass ich das hier dicht bekomme. Ah, so, wie bauen wir das jetzt am dümmsten? Baue ich das so richtig in den Berg rein? Nee, oder? Keine Ahnung. Denk dran, in den Berg soll auch noch einen Weg reinführen später. Ja, das... Wird schon irgendwann mal mit werden. Oh, hast du da etwa was gespoilert? Ich habe nur gesagt, dass da ein Weg rein soll. Das Haus wird jetzt schon zu groß. Aber na gut. So, hier kommt dann der Ausgang hin einfach. Hier so. Mal ein bisschen länger, dann kann man noch einen kleinen Flur reinmachen. Denk dran, wir können auch nicht schlafen, ne? Nee, wegen der Sicht. Haben wir doch letztes oder vorletztes Jahr probiert. Jedes Jahr haben wir das probiert. Wenn man die Sicht hat. Oh, ich habe keine Axt dabei. Verdammte Axt. Der Humor ist jetzt schon unterirdisch. So, das gefällt mir eigentlich schon. Das war das Projekt. Es wird eigentlich gerade schon wieder viel zu groß, aber egal. Ich wollte es eigentlich viel, 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 viel kleiner machen. Wir haben erst die erste Folge von 11. Ja, trotzdem. Es geht einfach, ich hatte eine Idee. Und die Idee, gemeint, die Idee, ja. Die Idee, die reift gerade in meinem Kopf heran, aber es ist, ja... Aber nee, ich lasse es so.
Ich will es so. Nee, ich will es eigentlich nicht so, aber lass es so, weil ich zu faul bin, anders zu machen. Oh Gott. Was habe ich denn hier gebaut? Steinhacke, ich bin auch so schlau. Nicht dein Ernst. Der schöne Stein verschwendet. Ist jetzt schon alles so ressourcenintensiv. Wie viele Minuten müssen wir abziehen wegen Vorbereitung? Ein oder das zwei halt. Minuten, das war eigentlich nicht lange. Ja, als wenn wir schon so lange wieder dran sind. Obwohl, nee, ich weiß es nicht. Ach, wir machen einfach bis 25, nee. Das sind bei mir noch 7 Minuten. Hey, wir wollten noch 30 Minuten. Ach, 30 Minuten nicht? Machen wir. Oder? Interessant, ich weiß dass es wir das. Nicht, dass wir nachher nicht schaffen. Interessant, dass keine wir das Ahnung. Alles vorher schon festgelegt haben, ne? Haben wir doch gesagt, oder nicht 30 Minuten, oder hatte ich mal gesagt, glaube ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob du was dagegen gesagt wer hast. Wer was gesagt hat und wer was ernst damit gemeint hat, das ist ein Unterschied. Ja. Ach ja. Wie ich sehe, bist ja. du auch schon ziemlich weit. Ich weiß noch, letztes. Oh Gott, letztes Jahr war noch gar kein Corona. Corona? Tja. Ach, Corona, wollen wir das jetzt da noch war diskutieren? Alles gut. Nee. Wir können in der letzten Folge über das schöne Jahr 2020 reden. Das machen wir doch sowieso, aber. Also, ich muss ehrlich sagen, wegen Corona hat sich bei mir relativ wenig geändert. Wenn du halt irgendwo arbeitest, was halt wichtig ist. Für, ja, nervig ist sind die Einschränkungen. Für die Nahrung. Halt. Was ist? Was nervig ist, sind die Leute, also die Einschränkungen und die Leute, die Klopapier lauter kaufen, wie die Bescheuerten. Ja. Wieso ist es mich wundert, dass die Leute noch nie auf die Idee gekommen sind, auf Arbeit scheißen zu gehen? Keine Ahnung. Ja, was denn? Da bezahlst du gar nicht fürs Klopapier. Ja. Ich verstehe nicht, warum Klopapier so wichtig ist und andere Dinge nicht wichtiger, die man aus dem Überleben braucht. Ich wollte mir ja schon mal so richtig viel Klo. Ne, das werde ich wahrscheinlich sogar noch machen. Das müsste ich eigentlich nächste Woche mitmachen, wo ich so viel Zeit habe. Ich kaufe mir richtig viel Klopapier, ne? Gut, da unterstütze ich die ganze Sache, aber mal so 2-3 packen. Und du mit Heißkleber so eine Pyramide zusammenbauen und du die bei meinem Auto hinten auf der hier unter der Heckscheibe hier auf der Hutablage drauf, ne? Oh, was? Man muss doch ein bisschen angeben mit dem, was man hat. Boah, ist das alles so holzintensiv. Ich muss weniger mit Holz bauen. Ich hätte gerne viel Tageslicht in der Halle hier drin. Deswegen würde ich gerne Fenster bis zum Boden machen. Oder meinst du, das ist zu viel? Nö, kannst du machen. Nur sieht ein bisschen moderner aus, das ist das halt, ne? Ja, wenn die mache ich das hier auch so. Obwohl, nee, unten in der Werkstatt. Na, mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich mache auch mal Fußboden rein. Machen wir unten in der Werkstatt einfach einen Steinfußboden. Und. Gucken irgendwelche Steinwände unten. Oben machen wir Holzfußboden und Holzwände, wo es dann bewohnlicher ist. Ich weiß nicht, wie groß das Ding hier noch werden muss. Wir könnten eigentlich schon gleich richtig auf die Kacke hauen, wisst ihr das? Wir waren doch irgendwo hier Stufen und Treppen. Wird immer heller. Hast du den ganzen Cobblestone? Oh. Ich habe viel rausgeholt, ja, weil ich viel brauche. Ja, sehe ich gerade mit dem, was du baust. So, hier kommt der Verkaufsraum hin, hier vorne. Und da hinten dann die Halle rein. Ja, wird ein bisschen riesig, das Ding. Aber es wird nicht so, sage ich mal, dass es saumodern ist mit viel. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt schon alles viel zu groß. Denke ich. Ach, keine Ahnung. Lass also bei uns, mal machen. Bei uns beiden. Also nicht nur bei dir, sondern auch bei mir. Kobbel geht zu Neige. Nicht dein Ernst.
Ich hab gesagt, wir haben viel Cobblestone, aber so war das nun auch wieder nicht gemeint. Ich hab noch 6, ne, bisschen mehr als, ja, ungefähr 70, glaube ich. Ja, warte, ich hab noch 14. Na, wir nehmen erstmal Slabs draus machen und überall nur Slabs als Fußboden, das ist hier, haben wir gespart. Toll, dann kann ich nichts draufstellen. Ah, doch, kann ich, wenn ich die Slabs oben mache, also ein Stückchen weit nach oben mache. Das meine ich ja damit. Halt ganz billig, ne? So, jetzt muss ich gucken, ob das alles so passt. 1, 2, 3, 4. Oh, scheiße, hier müssten dann nochmal 2, 3 dran. Das sieht eigentlich noch gar nicht ganz so kacke aus bis jetzt. Ich glaube, das Ding hier wird viel zu riesig, aber okay. Bei dir auch. Dann bauen wir halt eben ein paar Sägen mehr rein, ins Sägewerk. Ich wollte es eigentlich so, dass die Räume innen drinnen nur... Alter, das Ding wird wirklich viel zu riesig. Wollte ich immer so gesagt haben. Ich komme gar nicht mehr rein. Ich hatte gedacht, meins wird riesig. Ich brauche Stein, mein Stein ist leer. Prima, Kai. Geil. Also wir können gerne schon den Weg jetzt machen in die Geschichte da hinten rein. So, ja. Du hast schon die Wände gezogen, so weit bin ich noch gar nicht. Dann ist nicht gleich Wände. Wo kommt dann der Weg hin? Hier rein in den Berg? Ja, so irgendwie hier so. Hinten, keine Ahnung. Wie fängst du das denn, wenn wir dann hier durch den Berg auch hochgehen zum alten Eis? Nee, man baut also doch eh den Weg ganz zum alten. Ja. Brauchen wir. Also. Wie? Zu welchem Eis? 2017? Nein, 18. Ne, auch nicht ganz, sondern nur den Berg hochgehen, so mit einer Treppe, weiß ich nicht. Also dass der Weg dann hier entlang führt, oder willst du den außen rum? Das soll hier durchgehen, der Weg. Da will, dort, wo du gerade lang gehst, soll der Weg lang gehen. Der geht hier durch. Okay. Und hier machst du dann eine Tür hin, um hier raus oder rein zu gehen. Ja, das können wir dann aber später noch machen. Erstmal bleibt dort das offene Fenster. Das reicht aus. Wo kann ich denn jetzt hier abbauen? Na, warum rennst du denn hier einfach zurück zu ins andere Eiszeit und holst dort erstmal den Stein aus die Kisten raus? Ist da noch was drin überhaupt? Ja, und wenn beim Weihnachtsmarkt nicht ist, musst du mal 2018 gucken. Da ist definitiv noch was in den Kisten drin. Ja. Ja. Weil 2018 ist näher. Du bist nur darauf fokussiert, dort noch in den Berg reinzureisen. Ich merk das. Nee. Ich wollte nur dann schon direkt hier das nutzen, wenn ich schon Stein brauche, da den Stein abzubauen, damit ich nicht unnötig woanders Stein abbauen. Aber ich hab noch nicht mal. Hängt der Surfer? Nee. Ich hab noch nicht mal Stein, um mir eine Schaufel zu machen. Wow, hier ist Erde drin. Das war dann auch. Und Schneebälle. Und Diorit. Oh, das Zeug ist toll. Ja, damit kann ich nicht viel an. Doch, hier ist noch Glas drin, das kann ich gebrauchen. Bist du jetzt bei 2017 oder? Bei 2018 oder bei 2019? 18. Also laufe ich zum Weihnachtsmarkt. Was ich gerade mache, ich tue das Feld mal gerade abfarmen. Gute Idee. Ich schaue derweil mal zu dem anderen. Tue da auch das Feld abfarmen. Genau. Und auch wieder neu anpflanzen. Und Zeug mitbringen. Ich habe gerade gemerkt, wenn man übers Eis, übers Wasser läuft, ist man schneller dort. Wir haben es auch 27. Also tue ich es hier noch fix abernten. Also bis 32 könnten wir maximal. Wenn wir 30 Minuten fast malen wollen. Aber ich denke, dass das auch wieder notwendig sein wird. Wenn du sagst. Oh, wir haben jetzt auch Kartoffeln. Kartoschke. Ah. Der alte Fressack will wieder eher Kartoffeln essen, als wie sie anzusehen.
Aber ich sehe natürlich ein paar mehr Kartoffeln an, weil mit Kartoffeln, die brauchen wir einfach nur braten und dann sind wir fertig. Das ist mein Spruch. Kam auch ewig nicht mehr. Ach, Schneebälle kann ich gerne hier lassen, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Schneebälle ist mit das, was wir am wenigsten brauchen. Kohle. Ja, die Kohle kannst du auch mitnehmen. Wow, toll, jetzt habe ich eine Kartoffel im Inventar. So. So, ich gehe jetzt hier oben lang. 53 Schweizen, das ist doch mal eine Adresse. 52. Hier ist nochmal 4 Weizen drin, die nehme ich auch gleich mal mit. Nicht in die Schlucht fallen. Ja, da habe ich Erfahrung mit. Die böse Schlucht. Hier ist Glas, das kann man auch schon mal mitnehmen. Glas brauche ich eine jede Menge. Oh, worum brauchst du so viel Glas? Ich glaube, ich jetzt in Minecraft mit Glas. Warum? Ah, ich dachte, ich sind nur noch Erde in den Kisten und 1, 2, 3, 4 Stacks, 4 Stacks Cobblestone. Die Kisten, warte. Moment, was mache ich denn hier? Ganz verkehrt. Ich esse jetzt noch das eine Brot. Ah, ich tue erstmal alles rein und hol dann die Sachen raus. Wie sieht aus? Hast du da Cobblestone gefunden? Ja, 4 Stacks. Ah, das ist aber auch... Ich meine, es reicht erstmal für mich, aber... Ja, was soll ich machen? Du denkst hier nur an dich. Hä? Ja, wie viel du brauchst. Ja, mal ein Stack oder so brauche ich noch. Ja, ist okay. Ich habe noch 4 Stacks Cobblestone, die wir uns teilen. Ja gut, okay, das reicht für mich. Holz vergessen. Wir haben jetzt schon wieder Ressourcenknappheit. Wollen wir erstmal Folgen ändern? Direkt mal 2 Stacks hin. Wir haben noch 2 Minuten. Wow, toll. Das reicht, dass ich die Kisten einräumen kann. Oh, scheiße. Ja, siehst du mal. So breit als das muss es nicht sein. Die eine Kiste ist ja schon komplett voll. Ich habe eigentlich fast nur Erde mitgebracht. Und Weizen. Also schön ist natürlich noch was anderes, aber es kommt mit der Zeit. Schuss. Mit der so langen Zeit, die wir noch haben. Das ist ja meins noch schöner. Ja, ich muss doch erstmal den Boden bauen. Das ist halt eine Werkshalle hier. Was soll ich sagen? Stimmt, wir haben von diesem Sägewerk beide andere Vorstellungen gehabt, aber na gut. Wenn ich da noch sehe, so wie großzügig du gerade schon das Holz hinsetzt, sehe ich jetzt schon, dass unser Holz sowas von ausgeht. Wieso großzügig? Ich mache alle 4 Blöcke. Ja. Ich sehe mich jetzt schon wieder Cobblestone formen. Ah, so. Okay, machen wir einfach hier so. Fertig. Ich habe vergessen, Holz aus der Kiste mitzunehmen, weil ich hier weggelegt habe. Welches Holz? Holzstämme. Haben wir noch Holzstämme? Also ich habe welche eben reingelegt. Ja, 32 haben wir gelernt. Aber. Und normales Holz habe ich reingetan da. Ich war jetzt bereit für Folgenende. Moment. Wir müssen ja nicht jedes Mal unnötig überziehen. Da sterben wir uns ja auf die Kisten. Ja, okay. So. Ja, dann vielen Dank beim Dabeisein bei der ersten Folge von Minecraft ISS 2020. Ja, wir fangen erstmal so langsam an. Langsam. Dieses größere Gelände ist etwas mehr Arbeit, deswegen kam ich damit auch noch nicht so weit jetzt in der Folge hier. Und sieht auch noch sehr scheiße aus, weil halt nur eine Plattform aus Stein ist bisher, sonst nichts. Na, da muss man auch noch ein bisschen Erde drunter ziehen, würde ich mal sagen. Ja, okay, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Und dann bis dahin, habt noch einen traumhaften Tag, macht's gut und ciao. Tschüss.